عامل ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Geht's dir gut, hallo? الحمد لله. وعليكم السلام. Ich bin kein Muslim, ich bin Christ, also ein Nachfolger Christi. Ne? Und ich war Muslim, also vor 5 Jahren habe ich den Islam selber verlassen und habe zum Herrn gefunden. Das ist, ich weiß, das ist sehr, sehr schwer für euch, das zu akzeptieren, weil erstens gilt ich als Murtad, als Abtrünniger, müsste eigentlich getötet werden. Aber ich habe auch keine Angst, das auszusprechen, verstehst du? Weil diese Liebe, die ich in mir habe von Christus. Ja, okay, stimmt. Ich bin ja mit dem Herrn gekreuzigt worden, ja? Du bist sowieso dumm, ja. Ich wollte euch sagen, warum ich zum Christus gefunden habe. Was? Du weißt, der Koran ist nicht perfekt überliefert worden. Das sagt uns Al-Qurtubi, Al-Jalalain, die ganzen Tafsire sagen uns das. Das ist eigentlich so viel zu. Nein, ich kann dir das beweisen. Nein, wie kannst du das beweisen? Ich soll die Tafsire aufschreiben. Ich bin Iraner. Aus dem Iran. Das ist kein Wunder, dass du den Islam verlierst. Warum? Es gibt auch Syrer, alles. Alle verlassen den Islam. 10.000 verlassen den Islam tagtäglich. Aber normal muss man. Aber die können das nicht frei äußern, Abunaji. Verstehst du? Die Hölle ist groß genug und das Paradies ist groß genug. Das sagt der Herr ja auch. Der breit ist der Weg in die Verdammnis. Ja. Ja. Wo ist die Freimark? Der ist hier vorne. Wenn Sie um die Ecke gehen, sehen. Aber verstehst du, und dann habe ich Nachforschung angestellt und war ehrlich zu mir selber und habe gesagt, hier stimmt etwas nicht. Die Überlieferung des Korans ist eine ganz katastrophale Überlieferung. Der Mohammed hat ja gesagt, in Sahih al-Bukhari hat er gesagt, nimmt den Koran von 3, Ibn Masud, Ubay Ibn Ka'ab und sag mal, Said bin Thabit. Und alle untereinander waren sich so uneinig, dass es schon Streit unter den ganzen Leuten gab. Und der Kalif, nein, das stimmt. Der Kalif Uthman hat das gemerkt und hat den Leuten gesagt, ey, was macht ihr da? Und die hatten alle verschiedene Koranversionen, verstehst du? 20 Jahre nach Mohammeds Ableben hat Abu Bakr erstmals den Koran kollektiert, verstehst du, was ich meine? Und er hatte selber Abweichungen. Nur damit du das verstehst, der Koran wurde in mehreren Dialekten offenbar. Ja. In mehreren Dialekten, nicht in mehreren Fassungen. Ja. Hast du überhaupt den Koran gelesen? Ja, natürlich habe ich den gelesen. Ja? Das ist ein großer Wirrwarr, was da ist. Die Muslime haben damit gespielt. Sure 96 ist eigentlich Sure 1, muss das sein. Und Al-Fatiha ist wo ganz anders, verstehst du, was ich meine? Wer hat das so, diese Chronologie angeordnet, verstehst du? Jibreel alayhis. Nein, das stimmt nicht, sag du was nicht. Das waren Menschen, die Allahs Wort verfälscht haben. Das stimmt gar nicht. Es war Uthman, ein gläubiger Muslim, verstehst du, der das Wort von Allah verbrannt hat, weil es Abweichungen hatte. Wir haben die Funde von Sana, wo ganz andere Koranversionen gefunden worden sind. Guck mal, nur damit du das verstehst. Jibreel alayhis ist in den letzten Jahren runtergekommen, und hat dem Prophet befohlen, den Koran wiederzugeben. Okay. Komplett. Ja. Damit der Koran hinter dem Propheten Muhammad unverändert bleibt. Und Allah sagt im Koran, Inna anzalna dhikr wa inna ilayhi lahafidun. Wir haben diese Ermahnung herabgesetzt, den Koran. Und Allah verpflichtet sich, diesen Koran zu bewahren bis zum nächsten Tag. Wenn wir beide sterben, ich habe die Garantie von Allah in diesem Buch, dass Allah sich verpflichtet hat, den Koran bis zum nächsten Tag zu bewahren. Aber wo gehst du hin nach dem Tod? Moment. Wo ist deine Garantie? Ich habe Garantie. Allah sagt, du fährst für alle Ewigkeit in die Hölle, Sure 1970 bis 72. Ja. Und es gibt keinen, der nicht da durchgeht. Du wirst die Hölle sehen, Abu Naji. Ja, Moment. Du wirst auch die Hölle sehen, das ist ein Versprechen von deinem Gott. Das ist richtig. Aber sie das heißt, ist richtig, das ist eine Katastrophe. Nein, ist das. Nein. Guck mal, Allah sagt, Kullu minkum waridu. Warida heißt, es wird eine Brücke über die Hölle gezogen und alle Menschen gehen drauf. Okay. Aber die Kuffar werden auf ihren Gesichtern reingeschüttet. Ja? Die gläubigen Muslime, nur damit du das richtig verstehst, werden auf diese Brücke gehen und ihre Taten machen sie entweder leicht oder schwer. Ja? Schwer, wenn sie große Sünden gemacht haben, wenn sie große Sünden gemacht haben, die nicht von Allah als Reue akzeptiert werden. Die haben keine Reue. Die Hölle hat 7 Stufen und jeder kommt in seine Stufe rein. Ja? Aber die Menschen, die die Vergebung von Allah bekommen haben und ihre Sünden gereinigt worden sind, die überqueren diese Brücke
und auf sie warten ihren Propheten, die kommen ins Paradies. Ja. Das ist nur, weil viele Leute das nicht verstehen. Allah sagt, jeder wird euch, jeder von euch wird die Hölle sehen. Sehen heißt... Das steht aber nicht in der Bibel. Wenn du an den Sohn Gottes glaubst, so wirst du nicht in die Hölle fahren. Das ist ein Versprechen von Gott. Ich kann niemals mit dieser Hoffnungslosigkeit stehen, weil Mohammed hat gewartet, bitte. Ja. Weil Mohammed hat gesagt, ich weiß nicht, wohin ich hingehe und ich weiß nicht, wohin du kommst du mit diesem Schmarrn. Nein, das ist wirklich dort. Sura 46, Vers 9. Ich sag dir. Aber ich bin nicht Hans-Peter oder... Ja, Moment. Verstehst du? Ich heiße Amir, verstehst du? Ich habe den Koran 5 Jahre lang gefressen, ich habe die beiden Sachen miteinander verglichen. Nein, ich habe den Debatten angeguckt. Was heißt Kul Huwallahu Ahad? Gott zeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Ja. Ich kenne das alles. Mal, aber das ist ein Warte, lass mich dir ganz kurz erklären. Ich habe mich gewundert, ich habe gesagt, mein Gott, in Sure 16, Vers 101, behauptet dieser Gott, dass die Christen glauben, dass Gott mit einer Frau schlafen musste, damit Jesus geboren wird. Aber so ein Blödsinn hat niemand als Christ hier verbreitet. Wieso ist das Blödsinn? Das ist doch völlige Verrücktheit. Guck mal, Allah sagt im Koran, die waren Menschen, die haben gespeist. Und jemand, der speist, der geht auf Toilette. Und wenn dein Gott auf Toilette geht, ich verachte diesen Gott. Ja, aber dieser Gott wird Mensch, verstehst du das nicht? Er leidet das, was du hast. Das ist eine Fantasie. Nein, das ist nicht Fantasie. Das steht in der Bibel drin. Aber ich sehe den Satan in deinem Auge. Ja, aber siehst du, guck mal, wie das ist, wie bösartig diese Art und Weise ist. Nein, ich sehe den Satan. Ich kann heute sagen, dass ich dich liebe, Abu Najih. Kannst du sagen, dass du einen Kerfel liebst? Niemals kannst du das machen. Weil Allah sagt in Sure 3, Vers 31, ich hasse die Ungläubigen. Verstehst du? Wie kannst du dann kommen und sagen, ich liebe den oder ich liebe den oder ich liebe den? Habe ich gesagt, ich nein, aber liebe. Du hast Hass in dir und nein. Du musst die Kuffar hassen, hasse Kuffar. Weil Muhammad auch die Kuffar gehasst hat. Nur damit du das verstehst. Abu Najih. Danach kannst du aussehen. Wir haben heute das Rechtsgutachten von Muhammad Salih al-Munajjid. Moment. Ich muss erst dieses Gutachten ist das menschenverachtendste, was ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Wir dürfen uns nicht wie die Kuffar anziehen. Die Religion Allahs ist überlegen über alle anderen Religionen. Und wenn es eines Tages, ich weiß das, diese Leute, die armen Leute wissen das nicht, dass wenn eines Tages der Islam an Oberhand gewinnt, dass wenn ihr mehr Leute seid, so werdet ihr nicht mehr zum Frieden aufrufen, sondern werdet kämpfen für die Sache Allahs. Und das ist so. Das ist traurig. Der Islam ist nicht Frieden. Ich werde erstmal die erste Frage machen. Die erste Frage heißt... Du weißt das, aber du machst Takiyya, ich weiß das. Und das hat mich so berührt. Takiyya machen nur die Iraner. Nein, das ist eine Kunst der Sunnis. Nein, guck mal. Jetzt kommt deine... Jetzt. Guck mal. Ja, direkt bin ich Tombak angemacht. Das heißt, Allah hasst die Kuffar. Ja, aber siehst du, das ist Wahnsinn. Lass mich aber sagen. Ich hasse den Kuffar in dir. Aber du als Mensch... Nein, du musst mich hassen, wenn ich an den Sohn Gottes glaube. Das stimmt. Du musst die Ungläubigen hassen. Sag nicht so. Was soll ich dir jetzt Rechtsgutachten sagen? Zeigen? Hast du das nicht verstanden? Du musst. Warte bitte. Sura 48, Vers 29. Mohammed ist der Gesandte Allahs. Die mit ihm sind barmherzig zu anderen, aber hart gegen die Kuffar. Also kannst du nicht sagen, dass du hart. Was heißt das? Ich bin hart. Nein, Mohammed hat die mit Härte und. Nein, ich bin hart gegen Umar. Stell dir vor, ich komme heute zu dir und sage, du räumst jetzt deinen Tisch ab. Entweder du bezahlst mit Jizya oder dein Kopf geht flöten. Wir bezahlen hier Steuern. Steuern, das ist nicht Steuer. Jizya ist was ganz anderes. Nee, Jizya ist ich bin nicht Hans Günther oder so. Ab und an. Du brauchst das nicht bei mir zu praktizieren. Sure 9, Vers 29. In vollster Unterwerfung müssen die Juden und Christen Jizya zahlen. Denn da weißt ich habe das heute, weißt da ist das für mich die authentischste Version des Islams. Wo ist das Problem? Dadurch werden sie beschützt. Akzeptieren sowas? Nein, dadurch werden sie beschützt. Nein, wenn die das nicht bezahlen, dann müssen die getötet werden. Wenn du Steuern nicht bezahlst, tötet dich jemand? Ja, nein, die töten dich nicht. Ja, dann gehst du ins Gefängnis. Ja, aber ich verliere doch nicht meinen Kopf. Das ist doch Wahnsinn, was du da gerade sagst. Wenn jemand nicht zahlen kann, weißt du, ich muss nicht nur korrigieren, damit du kein Blödsinn ziehst. Das ist kein Blödsinn. Moment. Alles, was ich sage, hat Hand und Fuß aus Koran und Sunna. Lass mich aus. Wenn jemand die Jizya nicht zahlen kann, gibt es ein Haus, Betel Mu'minin. Ja. Er geht dahin und die geben ihm Geld dafür und er bezahlt es. Ja. Also das, was du erzählst, das ist schmal. Schlag bitte die Sure 22, 52. Ich habe euer Buch gelesen. Na wunderbar. Und warum lügt ihr so? Einen Moment. Möchtest du einen haben, Schwester? Ja, bitteschön. Dann nimm dir einen. Bitteschön.
Bürgern hatte ich nicht leid. Ja, und dann? Und warum liegt der so viel da drin? Ich habe den Original-Koran. In arabischer Sprache. Das ist dann eine wir können die arabische Sprache. Und da steht ganz was anderes, wie wir hier. Nee. Ja. Nein. Dann haben Sie nicht verstanden. 22. Ich habe mir auch die Debatte zwischen dir und Mario Mannschaft angeguckt. Was ist das für eine Sprache, ey? Das ist Polnisch. Ja, Polnisch. Polnisch. Das ist gar nicht gemerkt. Und was ist das? Bibel oder was? Also, Koran. Koran? In Polen gibt es Islam. Ich möchte meine Seele nicht. Auf der ganzen Welt gibt es Muslime. Ja? Auf der ganzen Welt gibt es Muslime. Mehr oder weniger? Weißt du, was Abu Bakr al-Baghdadi macht mit solchen Muslimen wie dir, die sich weigern, in den Krieg zu ziehen? Die werden so massakriert. Verstehst du? Die sagen, ich bin Muslim, aber die das nicht praktizieren. Sure 66, Vers 9. Mohammed hat Heuchler, Munafir, umgebracht. Oh Mohammed, sei hart gegen die Munafir, die Heuchler. Wir haben es verdient. Die sich weigern, in den Krieg zu ziehen mit ihm. Ja, die haben es verdient. Und da habe ich mir gedacht, ja warte mal, ich gehöre doch zu diesen Munafir, die sich weigern, nein, für Allahs Sache zu kämpfen und zu töten. Du bist ein Abtrünniger, kein Munafir. Aber auch so, ich habe gesagt, nein, der Islam ruft nicht zu Terror und Leid auf und Mord und alles. Doch, der ruft dazu auf. Nein, doch, die Aussagen Mohammeds haben wir auch. Ich wurde siegreich durch Terror. Je'itikum bidaba, ich bin zu euch mit der Schlachten gekommen. Was sind das für Aussagen? Weißt du, was Terror bedeutet? Terror bedeutet, wenn du... Allah hat Terror in die Herzen der Ungläubigen gesandt. Terrorisier meine Feinde und deine Feinde. Terrorismus kommt direkt aus Koran. Weißt du warum? Weißt du warum? Damit sie abgeschreckt werden und nicht ich weiß, alles. Ihren Unfug weiter verbreiten. Ja? Kann ich das machen, was du hier machst in Saudi-Arabien? Kann ich das machen, was du machst in meinem Land Iran? Die hängen mich so am höchsten Mast auf. Ich frage mich, warum die dich nicht gehängt haben. Bis jetzt. Ich bin noch nicht in meinem Land gewesen, aber ich bin dort zum Tode verurteilt. Ja. Ja klar. Wenn du den Islam vor deinem Tod nicht annimmst, wallah, du wärst morgen der. Aber verstehst du das nicht? Soll ich dir beweisen, dass du sogar Mohammed Verse aus dem Koran vergessen hast? Vergessen. Natürlich aus Bukhari, soll ich dir beweisen? Siehst du, du hast Angst, dass ich raushole und zeige dir die authentische Sunna. Verstehst du das schon? Lass laufen. Lass laufen für die Welt da draußen. Ja, ist ja nicht schlimm. Auf einer Seite tut das mir auch sehr, sehr leid, dass ihr überhaupt diese Religion propagiert. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar, das ist sicher. Aber was ich dir auch eben sagen wollte mit Jizya, stell dir mal vor, ich komme zu euch und sage entweder, ihr konvertiert zum Christentum oder ihr bezahlt mir eine übertriebene Steuer, die ihr eigentlich nicht zahlen könnt, oder ich bringe euch um. Und das haben die Sahaba so praktiziert. Die erste und dritte Generation ist die beste Generation. Deswegen lässt ein Muslim sich so ein Bart wachsen. Deswegen trägt der Jalaba. Deswegen hält er sich weg fern von den Kuffar und alles. Weil er nichts mit dem zu tun hat. In Deutsch? In Deutschland. Gibt es bei Ihnen auch unterschiedliche Korane wie alte Neue Testamente? Das ist nur eine gefährliche Sitzung. Es gibt nur eine. Wollen Sie auch eins haben? Hat sich gerade eine Frau beschwert über den mit der Trommel. Ja, das ja. Das werden jetzt richtig gute Gespräche mit dem Freund Abu Najib geführt. Kämpft gegen sie, damit keine Verführung mehr stattfinden kann. Und kämpft, bis sämtliche Verehrung auf Allah allein gerichtet ist. Sie stehen jedoch vom Unglauben ab, dann wahrlich sieht Allah sehr wohl, was sie tun. Und wenn sie euch den Rücken kehren, so seid ihr das haben? Ja, danke schön. Bitte. Ist der Koran? Das ist der Koran. Ist er auf Deutsch? Ist auf Deutsch. Gut. Ich hoffe, ihr beschäftigt euch auch ein bisschen mit der Bibel. Ne? Vergleicht das Ganze Beide. Mal. Die Bibel von ja, ich bin Moslem. Ja, hast du das gelesen? Ja, ich hab kontrolliert. Darf ich das überhaupt lesen? Bitte, ja. Ne, ein Vergleich mal anstellen. Ne? Wer war Jesus Christus? Ist das der Jesus Christus aus dem Koran, der mir hier gesagt wird? Oder ist das der Jesus Christus aus der Bibel, der mir gesagt wird? Nein. Das ist der wahre Jesus. In meinem Leben auch schon so viel. Gibt es dafür historische Beweise? Du weißt selber nicht, wer Jesus ist. Ja, natürlich ja. Weiß ich, wer nee. Jesus ist. Wenn ich einen Josephus Flavius lese, einen jüdischen Historiker, der sagt, aber er hat recht. Er kann man vergleichen mit der Bibel und Koran. Vergleich das mal. Nicht so immer in Ruhe, du. Er ist gekreuzigt worden, Abu Najib. Und das ist der Punkt, auf den du mal durchgelesen hast, wenn du mal durchgelesen hast und kannst, verstehst was nicht, oder möchtest aber gerne verstehen, dann gibt es da immer noch einen Begleiter, der die Übersetzung nochmal in Bedeutung da ist. Ich bin Christ, ja, ich war Muslim und hab das Islam verlassen. Aber versuchen Sie es mal.
Aber kann man nicht beide versuche ich hier gerade. Wir haben keine Religion. Christen haben keine Religion. Der Katholizismus ist Religion. Evangelizismus ist Religion. Das sind alles menschengemachte Sachen. Der Herr Jesus Christus ist zu was anderes gekommen. Versteht ihr? Guck mal, der war niemals ein Muslim. Der lügt nicht. Wenn du wirklich ein Muslim gewesen wärst, dann würdest du jetzt nicht zum Christentum gehen. Ich bin ja gerade hier, um Ihnen das zu erklären, warum ich weggegangen bin. Er weiß ganz genau, dass ich Beweise mit anführe, die nicht widerlegt waren. Darf ich dir helfen? Ja doch, wir haben Beweise. Dafür. Alles klar, hörst dabei. Deswegen habe ich ihm gerade gesagt, der Koran sagt in Surah 4,157, sie haben ihn nicht gekreuzigt und er wurde nicht getötet. Es erschien ihnen nur viel mehr so. Aber es fand eine Kreuzigung statt. Was hat Allah da am Kreuz gemacht? Ein anderer Mensch ist gestorben. Jetzt pass auf, meine Argumentation ist, jetzt stellt euch mal vor, wir sind jetzt an der Kreuzigung dabei. Wir sehen mit unseren eigenen Augen, dass Herr Jesus am Kreuz hing. Ist das dann meine Schuld, dass ich an den Herrn Jesus Christus glaube, dass er gekreuzigt worden ist? Nein, dazu gar nicht. Weil Allah, du bist es doch schuld, dass ich sehe mit meinen eigenen Augen, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Aber du hast es gesehen. Aber verstehst du die Argumentation dahinter gar nicht? Aber ist der Islam und das Christentum nicht fast dasselbe? Nein, das ist zwei verschiedene Ideologien. Alle Religionen kamen. Ich meine, Allah ist der gleiche wie Gott. Ja, eben. Jetzt macht euch nicht, lasst euch nicht verrückt machen. Jetzt geht's aber los. Ja. Wenn ihr daran glaubt, wenn nicht, dann genauso. Verstehst du, Amnaji? Fünf verschiedene Meinungen, ist immer so. Ich bin der Meinung, dass die Bibel komplett erzählt wird. Die muss man sich auch lassen. Lies mal in Ruhe durch und vergleich das mal mit der Bibel. Du mach mal einen Vergleich. Lies mal in Ruhe durch. Amnaji. Lass uns mal, ich will nicht mit den anderen reden, weil die haben kein Wissen. Ich möchte dir diese Begebenheit sagen. Verstehst du, was ich meine? Wir sehen uns. Warte, am Jungsinntag. Aber Nadja, du weißt, was hier los ist. Wenn ich mit meinen eigenen Augen. Wir möchten nichts. Wir wollen nur zuhören, was ich zu sagen habe. Alle Grüße. Ich verfolge dich schon seit 10 Jahren vielleicht. Alle wissen es. Du bist da. Ach du Heiligen. Amunaji, lass uns das kurz durchgehen. Das ist sehr wichtig. Nein, komm, lass uns das bitte durchgehen. Das ist sau wichtig. Der sagte Menschen, der war schon ein Muslim. Lass das mal weg. Ich war nie ein Muslim. Okay, nach deiner Auffassung war ich nie ein Muslim. Ist okay, ich akzeptiere das. Aber lass uns die Beweise durchgehen, die ich habe. Bis übermorgen reden. Bitte ganz kurz. Wir können bis übermorgen reden. Ja. Aber nein, ich habe dir gerade erklärt, mit der Kreuzigung stimmt hier irgendetwas nicht. Es gibt so viele Historiker, die sagen, dass wirklich der Herr Jesus... Warte bitte. Wenn das stimmt und die Historiker recht haben, so ist der Koran und der Islam falsch. Verstehst du nicht? Entweder ist der Islam falsch oder Christentum. Und deswegen sage ich dir, wenn, das ist ein guter Test, das herauszufinden. Weil die Kreuzigung, entweder wurde Jesus gekreuzigt, dann ist das wahr. Aber wurde er nicht gekreuzigt, so ist der Islam richtig. Allah sagt, er wurde nicht gekreuzigt. Perfekt. Genau. Allah sagt, er wurde nicht gekreuzigt. Ja, aber wir haben die Beweise von Historikern, die welche das beweisen. Beweise? Josephus Flavius hat das gesagt. Der ist ein Lügner, genauso wie du. Abu Naji, ich gebe dir die Garantie. Wenn du vor Allahs Sachen nicht stirbst, im Krieg stirbst, so hast du nie Vergebung deiner Schuld. Denn in Surah 9, Vers 111 sagt Allah, töte und werde getötet. Das ist die Versprechung von Allah, dass du ins Paradies eintreten darfst. Der Mujahid hat vor dir Vorrechte, verstehst du? Das steht in der Bibel und in der Tora. Nein, das steht nicht. Das ist einfach nur so. Was sagt nichts. Okay, wir reden alle davon, da muss man mal reingucken. Ja, das ist schon mal gut. Ich würde ihn ganz gern verstehen. Ja, das ist prima, wunderbar, wenn es alle so wären. Aber der ist in Deutsch geschrieben. Der sind komplett in Deutsch. Alle 140 Suren, der Koran besteht aus 140 Suren. Bringt die Bombenide und Stachelschlag. Das was ist der Vers davor? Ja, also was jeder, ist der Kontext dieser Geschichte? Jeder Schimpf, warum bist du so unendlich wie Vogel? Und wir möchten ganz gern wissen, warum sollst du nicht? Ich sage dir, es ist etwas schwer zu verstehen. Ja. Wenn man aber ins Innereien gehen will, wenn man ins Tiefe reingehen will, man möchte, man hat sein Herz frei, man will sich informieren und richtig kennenlernen, dann soll man sich ein Tafsir kaufen. Ein Tafsir ist ein Begleitbuch, das ist okay. Was die Übersetzung auch nochmal, nicht übersetzt, aber nochmal in Bedeutung wiedergibt. Okay. Der Tafsir besteht aus einem arabischen, aus dem original arabischen Text, die deutsche Übersetzung und die Bedeutung der deutschen Übersetzung. Okay. Dann weiß man noch mehr. Dann kann man ungefähr diese Schönheit des Korans kennenlernen. Ja, aber auch besser auf Vergleich mit dem Christentum und sowas. Also, ich kann den Koran nicht auswendig, ich kann es nicht. Das ist nicht alles, ich weiß, das ist immer Zeit. Das ist unglaublich. Weil die stellen dann nach, aber ich habe zumindest, was denn ihr gesagt habt, recht ihn verstanden. Okay. Warum? Ich hoffe, dass die Leute das hören und dann selber nachforschen anstellen. Büchern, die Übersetzung in Bedeutung umgesetzt.
Vielen Dank. Ne? Aber ich bin doch ich bin so glücklich. Ich habe eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus. Okay. Das ist der unglaublich, diese Sündenlast, die zusammengebrochen ist, als ich den Herrn Jesus Christus angenommen habe. Du bist jetzt gehoben. Nein, ich bin nicht gehoben. Ich bin immer noch ein Sünder, Abunachi. Das versuche ich dir zu erklären. Du kannst vor Gott, der Bruder Mario hat das sehr gut erklärt. Er hat gesagt, mit welcher Währung willst du bezahlen, Abunachi? Gott akzeptiert deine Werke und alles nicht. Das ist schön und gut, dass du sowas und sowas machst. Aber die werden nicht akzeptiert und du wirst wirklich zu den Verlierern werden, so wie alle anderen hier auch. Ja, deshalb warten wir und sehen wir uns. Aber deswegen bin ich ja hier, um dir zu sagen, ich war Muslim und ich habe mich 5 Jahre mit dem Ding auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe die Tafsir aufgeschlagen. Na gut. Ich habe die Gelehrten dazu gehört. Und? Deswegen habe ich mich entschieden. Abu Jahl, ja, der war Araber. Der war mächtig in der arabischen Sprache. Ja. Allah hat ihn verdammt, so dass er den Koran nicht verstehen könnte. Mhm. Und das gilt bei dir auch. Du fantasierst, du folgst der. Allah sagt im Koran, diejenigen, die Abkehr in ihrem Herzen haben, Allah macht einen Schiedemauer dazwischen. Ja. Das heißt, du liest die Koran übersetzt und du verstehst gar nicht. Also ist dein Spurtschuh, dass so viele Menschen in die Irre gehen? Nein. Kann ich genau helfen? Auf diesen Punkt kommen wir jetzt gerade. Sehr gut, dass wir das angesprochen haben. Okay. Wer leitet die Menschen in die Irre? Sag es mir. Allah. Allah leitet die, aber Shaitan Moment, nicht. Moment. Allah sagt im Koran. Ja. Allah leitet recht, wen er will. Und das führt heißt, irre, wen er will, Moment, richtig? Moment. Das heißt, wenn du willst, ja, und suchst nach der Wahrheit, du wirst die Rechtleitung bekommen. Ja. Und Allah leitet Menschen irre, weil sie Abkehr in ihren Herzen haben und die haben Allahs Geschenk, das Paradies nicht. Das ist deine eigene Interpretation. Sollen wir Sure 7, 178 aufschlagen? Da steht, Allah leitet irre, wen er will, und Allah leitet recht, wen er will. Das ist ein willkürlicher Gott. Du hast die Irre. Du hast die also Irre nimmt gewollt. Er mir meinen eigenen Willen ja, weg. Moment. Nein. Du hast den Irrweg gewollt. Ja? Ich habe gewollt, dass ich in die Irre gehe. Und Allah hat dich dem Shaitan überlassen. Ich glaube ja. So ist die Erklärung. Aber Abu Najih, macht der Shaitan genau das gleiche wie Allah? Allah hat dem Shaitan so viel Macht gegeben. Macht er das gleiche wie Shaitan? Die Eigenschaft Gottes, jemanden in die Irre zu führen, ist das auch die Eigenschaft vom Teufel, sowas zu machen? Moment. Können diese beiden die gleichen du Eigenschaften stehst hier, besitzen? Du willst mich in ein die Irre führen. Warte mal, ein heiliger Gott die macht die gleichen führen. Sachen, was der Shaitan macht. Was ist dann die Aufgabe von Gott? Verstehst du, was ich meine? Wenn die beiden das gleiche machen, sind das doch ein und dieselbe Person? Nein. Der Shaitan ist nur ein Prüfinstrument. Ja. Allah prüft uns durch den Shaitan. Ja. Du hast gleiche Eigenschaften wie Shaitan. Du versuchst mich in die Irre zu führen. Warum? Ich versuche dich zum richtigen Weg zu bringen. Das sind deine Auffassung. Ja, das ist deine Auffassung. Ist aber nicht. Ja, aber ich habe beide Dinge auseinandergenommen von Moses A. Pharao hat Musa gesagt, bist du gekommen, um die Macht in Ägypten zu haben? Ja. Er hat die Menschen gesammelt und gesagt, er ist gekommen, ja, um eure Religion zu verändern. Guck mal, der irrende Pharao sah sich im Vergleich zu Musa a.s. als Prophet Gottes als überlegen. Und das sind die Eingebungen von Shaitan. Der Shaitan macht die Menschen arrogant und hochmütig, dass sie ihre eigene Seele anbeten. Genau die gleichen Eigenschaften, die Iblis hat. Allah hat ihm befohlen, sich niederzuwerfen für Adam. Er sagte, ich bin besser als Adam. Ja? Diese Geschichte ist schon Katastrophe. Von wem war Adam überhaupt der Prophet? Von Eva? Wenn Adam ein Prophet war, von wem war der ein Prophet? Für die ganze Menschheit. Ach nein, aber nein. Wer war denn der Prophet der Chinesen, wenn der allerdings, wenn der Allah 124.000 Gesandte gesetzt hat? Vielleicht haben wo ist das Buch von den Chinesen? Der hat doch Bücher herabgesandt. Dann haben sie alle Bücher verfälscht. Alles verfälscht. Das ist doch nicht Gott dann. Der lässt alles zu, dass seine Bücher verfälscht werden, dass jeder die Chance hat, ihn fertig zu machen. Das ist der Sinn der Prüfung. Das ist doch unsinnig. Damit du nach der Wahrheit suchst. Amen. Damit du nach der Wahrheit suchst. Wer ist die Wahrheit? Der Herr Jesus Christus, Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das hat auch der Prophet gesagt. Was? Der sagt, ich weiß nicht, wohin ich hingehe und ich weiß nicht, wohin ihr hingeht. Ihr habt das Hoffnungslosigkeit. Ihr habt es verstanden, nicht verstanden. Keiner, der die Sunna eines Propheten nicht praktiziert, kommt ins Paradies. Keiner. Ja? Das ist der Grund der Entsendung von einem Prophet, damit er die Menschen lehrt, was Allah will und wie sie überhaupt leben müssen. Ja? Und Isa a.s. hat gesagt, ich bin der Weg,
Ja? Und Mohammed hat gesagt, ich bin der Weg. Alle Propheten haben das Gleiche gesagt. Ja, aber es können nicht alle der Weg sein, verstehst du? Weil ich meine, hier ist Jesus Christus absolut und sagt, es gibt keinen anderen Weg als nur durch mich. Mich. Nicht durch irgendeinen anderen Propheten, sondern durch mich. Da gebe ich dir nicht. Ja, aber dann, wenn du Prophet Mohammed folgst, der hat was ganz anderes gelehrt. Moment. Und vielleicht kommen wir zu Ibn Waraka, der ihm das beigebracht hat. Aber okay, halten wir das fest. Moment, du hast so viel auswendig gelernt. Nein, das ist alles mein 5 Jahre von morgens bis abends hinsetzen. Was ist die Wahrheit? Haben die Christen die Wahrheit oder die Muslime die Wahrheit? Eine Sache davon möchte ich folgen. Dein Verstand muss eigentlich das erkannt haben. Abu Naji, ich habe eine Debatte zwischen einem heftigen Imam geguckt und einem christlichen Professor geguckt. Und als ich diese Debatte gesehen habe, habe ich gemerkt, mein Gott, dieser Imam, der versucht gerade mit Taqiyya zu praktizieren. Ich als Muslim habe das sofort gemerkt. Und der christliche Professor hatte bessere Argumente und bessere Beweise für den christlichen Glauben. Ich sage dir das ganz platt. Ja? Und ganz direkt. Entweder beten die Christen den Satan ab oder die Muslime Satan. Das ist richtig, ja. Entweder oder. Und das war der Grund, warum ich aufgestanden bin und angefangen hatte, Dauer zu machen, weil ich aus dem Koran verstanden habe, dass die Christen und alle Menschen dem Satan anbeten. Ja? Weil es können nicht 2 Religionen richtig sein. Wir haben ja keine Religion, das versteht sie ja nicht. Ach so, was habt ihr? Wir haben Glaube. Ja, Glaube. Das Wort Religion gibt es gar nicht in der Bibel. Definiere mal Glaube. Glaube ist eine persönliche Beziehung zwischen dir und das Gott. Das ist Annahme, Vermutung. Dein Allah ist so weit entfernt von dir, dass du nie die Annahme hast, was für eine Beziehung du zu ihm hast. Wenn du behauptest, dass ich mit Allah verbunden bin, dann ist das eine Art Polulismus, verstehst du? Und es gibt auch Gelehrten, die so eine Sache gesagt haben. Allah sagt im Koran. Und die suchen Vermittler zu Gott, ja? Und sagen, Allah wäre weit und wir sind nicht rein genug, um Allah um Vergebung zu bitten. Guck mal, Allah sagt zum Prophet Muhammad, und wenn meine Diener dich nach mir fragen, ich bin näher zu ihnen als ihren Halsschlag Allah. Er hat sogar den Prophet Muhammad zwischen dir und Allah rausgenommen. Wenn du, das ist Götzendienst. Ja? Guck mal, du gehst zu einem Pfarrer und beichtest du bei ihm. Vielleicht ist er ein Kinderschänder. Ich beichte bei keinem Pfarrer. Warum? Warum nimmst du Jesus als Vermittler? Warum nimmst du Maria als Vermittler? Wer macht sowas? Die Katholiken? Ja, die gehen natürlich in die Irre, die sowas machen. Ich rede allgemein. Denn im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen euch und Gott. Das ist der Herr Jesus Christus. Da kann kein Katholik kommen und sagen, ja, ich mache bei Maria Fürbitte. Dann ist der verloren, dieser Weißt dieser du, was Mittler ist? Mittler heißt Botschafter. Der Prophet Muhammad a.s. war auch ein Botschafter. Abraham war auch ein Botschafter. Alle Propheten waren nur Botschafter. Aber guck mal, du darfst ihn vergöttern. Was er für ein reines Leben geführt hat. Und der Koran gibt uns auch Antworten darauf, dass er so viele Wunder getan hat. Mohammed hat kein Wunder getan, auch wenn es im Buch Ali steht. Das widerspricht dem Koran. Kannst du jetzt die Wunder von Isa a.s., von Jesus, mir präsentieren? Nicht. Das war eine Lüge für mich. Zum Beispiel, wenn der Koran das nicht bestätigt hätte, hätte kein Mensch an diese Wunder von Isa geglaubt. Ich glaube, niemand würde an dieses Buch glauben, wenn der Name Jesus gar nicht vorkommen würde. Christentum wäre verloren, wenn der Koran nicht offenbart wurde. Meine Gemeinde, wo ich hingehe, die Gemeinde ist voll. Und die Gemeinde, wo ich hingehe, da sind wirklich noch die Christen, die Urchristen, wo kein Götzenbild aufgestellt wird. Die Urchristen sind Muslime geworden. Nein, hör auf, so ein Blödsinn zu setzen. Das ist Blödsinn. Abu Naji, nein, das stimmt nicht. Der Mohammed kam mit was ganz anderem, verstehst du? Ein bisschen aus dem persischen Bereich hat er genommen, ein bisschen aus gemixt. Aus dem Sebiatum, die waren auch 5-mal am Tag haben die gebetet. Die Perser waren vorher Anbeter. Was soll er von denen nehmen? Aber die Sebier kommen auch davor. Das waren auch Teufelsanbeter quasi. Ja, schon lange nicht mehr. Die Sabir. Ja, wo haben die Sabir gelebt? Ja, Salam alaikum. Salam alaikum. Hallo. Wo haben die Sabir gelebt? Sag es mir, waren die. Ich hab. In Irak. Das waren auch Muslime. Teuer? Niemand, der an seinen Propheten glaubt. Das Prophet Gottes. Ausnahmsweise, weil du und Jesus war Muslim. Jesus hat gebetet. Wie betest du? Italienisch? Ich? Ich bin direkt zum Herrn Jesus Christus. Direkt zum Herrn Jesus Christus. Der wird nicht in die Hölle rein. Nee, einer.
Nimm dir einen. Das steht, das sagt der Prophet. Aber verstehst du? Er sagte, er wird die Christen, die Götzen Deals betrieben haben. Also ganz klein, die Kleinigkeit von Spenden. Das ist ein Hadith. Die Muslime bitten ja immer so schwach eine Spende. Und das Problem ist, ich fürs Projekt. Ach, wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, der hat schon seinen Richter. Verstehst du? Denn das Wort, was der Herr Jesus Christus gesprochen hat, wird dich richten am Tag des jüngsten Gerichts. Da ist wieder absolut. Entweder der Herr hat Recht oder der Islam hat Recht. Verstehst du? Es können nicht beide Recht haben. Das ist deins hier. Nee, vergesst das nicht, ne? Hab's nicht mitgenommen. Siehst du? Das ist deins, ist nicht von mir. Ja, das ist nichts für dich. Das ist nichts für dich. Ja, bitte. Ja, das ist das Problem, dass ich war Muslim und habe. Du warst Muslim gewesen und du bist rausgekommen? Ich bin weggegangen. Boah, er war nie Muslim. Also wenn du Muslim wärst... Ich habe niemals Schahada ausgesprochen. Aber wenn du Muslim wärst, ich glaube, da kommst du nicht einfach so raus. Aber weil du... Ja, mein Kopf muss eigentlich blöd. Du wirst es auf jeden Fall so irgendwie nicht bereust, dass wir seelisch... Irgendwie, du wirst nicht gut schlafen. Oh, ich kann sehr, sehr gut schlafen. Das ist so wundervoll. Der Herr Jesus Christus macht, dass ich so ruhig schlafe. Jesus, wir glauben, dass Jesus aus Muslim ist. Er ist niemals ein Muslim gewesen. Er ist nie ein Muslim gewesen. Es gibt keine historischen Beweise, dass er irgendwie ein Muslim gewesen ist. Er ist ein Jude gewesen. Jude? Ja. Er ist von Jude. Das ist Jude, natürlich ist er geboren. Die Mutter auch Jude. Nein, das Problem ist, dass ich nicht damit auseinandergesetzt habe. Ein verzerrtes Bild darüber hast. Und ich hatte das auch. Ich habe mich 5 Jahre meines Lebens damit jeden Tag auseinandergesetzt. Verstehst du, was das heißt, von morgens aufstehen, abends damit ins Bett gehen und sich Gedanken machen? Nicht einfach nur Koran nehmen und blicken. Aber auch wenn Allah sagt, eine Frage. Vertraut dem Koran. Nee, auch wenn er Widersprüche hat. So wenn du verfolgst den Weg von Jesus und dann ist sein Weg immer noch so irgendwie offen, ne? Dann kommst du durch den Koran vom Bibel aus, ein richtiger Bibel. Ne? Da kommst du ins Koran, der übersetzt sich ja die Bibel, was du gerade gelesen hast. Dann hast du hier den weiter. Ja. Die Bibel von Jesus war natürlich. Also den Buch. Aber nicht der Buch, das jetzt existiert. Also, weil dein Buch, Bibel, ist ja 7000 Stück gibt's. Es gibt verschiedene. Wir nehmen Bibel aus Deutschland, wir nehmen Bibel aus Dänemark. Das ist unterschiedlich. Das ist genau natürlich nicht. Wir haben 26 verschiedene Koranversionen. Natürlich nicht. Können wir das machen? Es gibt verschiedene Abweichungen davon. Wir können das machen. Okay, wir können es machen. Wir machen das. Minaj, du weißt, warte ganz kurz. Lass mich ganz kurz. Du weißt, dass Al-Qurtubi, ein Ulama, der sagt, es gibt Verfälschungen im Koran. Es gibt Verfälschungen im Koran. Nein, sag nicht Blödsinn. Die Verse, die einzelnen Wörter wie Wawassa und Wawassa und sowas, die wurden verändert. Verstehst du? Es gibt sogar die Dokumentation, da stand ein werdender Imam vor dem riesen Koran in Dings, in Kairo. Wie kann jemand? Das ist nicht meine Aussage, das sind die Aussagen der größten Gelehrten. Lügen aus. Du bist Lügner? Nein, du bist Lügner, nicht Al-Qurtubi. Aber ich sag doch zu dir, dass er das gesagt hat. Wo steht das? Er kann es uns beweisen. Wir können das sofort ausstellen. Das ist doch gar kein Problem. Ich auch lesen. Und interessant. Ich möchte das auch lesen. 157 Kapitel im Bibel. Was ist das drauf? Du liest deine Bibel komplett? 175 von Kapitel. Was ist da drauf? Welches Thema? Das Thema, der Thema, wenn du das lesen, da gibt es einen anderen Weg. Dann musst du selber. Ich will den wahren Weg gehen. Ich will nicht einer Religion folgen, die sagt, mach und tu und alles. Nein, das sagt dir keiner. Jesus Christus sagt, ich habe schon alles für dich gemacht. Nimm mich an. Glaube, dass ich es bin. Und als ich will dir die Geschichte erzählen, in Johannes 20, 28. Kein Problem. In Johannes 20, 28, da haben wir die Begebenheit, als der ungläubige Tod. Ich komme vorbei. Dankeschön. Ja, bitteschön. Deutsche, ja? Nee, Albanisch. Wie, Deutsch? Albanisch. Entschuldigung. Das ist auch ein Albanisch. Nein, ist kein Problem. Du darfst nicht von mir Wasser geben, aber ich finde das sehr gut, dass du wenigstens ein bisschen Herz zeigst, weißt du? Auch wenn du. Nein. Dem Kufar musst du hart und herablassend sein. Das ist so. Glaub es mir. Ach man, ich muss jetzt nicht weiß. Die Kufar, die den Islam bekämpfen, die hasse ich wie die Pest. Und ich bekämpfe ihn doch nicht.
deshalb gebe ich dir Wasser. Aber du musst auch den Leuten, die den Koran bekämpfen, den Islam bekämpfen, auch Wasser geben. Auch Wasser geben. Liebe deine Feinde, tu denen wohl, die dir böse sind. Immer sicher. Siehst du, du kannst es nicht akzeptieren. Wie geht das denn? Wie kannst du deine Feinde lieben? Komm, wie kann ich... Ja, durch Jesus Christus kann ich das. Ja, Quatsch, das ist der du durchwebst einfach. Ja, weil der Herr Jesus Christus das in mir macht. Der hat mir diese Liebe in mein Herz gelegt, was warte ist unbeschreiblich. Mal, wenn ich dir jetzt eine schallende Ohrfeige gebe, ja. Wo Funken aus deinem Auge rauskommen, wirst du mich umarmen? Nein, ich werde sagen, der Herr segne dich. Weil ich soll dich segnen in Matthäus 5, Vers 43. Okay, das ist gegen meinen Verstand. Ja, weil du das nicht akzeptieren kannst. Allah und es ist auch schwer, das zu praktizieren. Derjenige, der mich schlägt, schlag ihn zurück. Dann bist du nichts Besseres als der. Ja, das ist. Ja, Moment, das ist die Gerechtigkeit. Ja? Was ist Geld? Auge und was ist, Auge. Nein, und nein. Im Koran sagt Sklave um Sklave. Das ist falsch übersetzt worden von. Der hat das falsch genommen von Mose. Wenn du meinen Sklaven tötest, dann töte ich nicht dich, sondern deinen Sklaven. Ganz falsche Annahme vom Dings. Das steht so im Koran, jetzt sag nicht nein. Ja, soll ich Hitler küssen hier? Der 6 Millionen nein. Juden getötet. Ja, aber der ist für Muslime ein Vorbild. In der arabischen Welt geht der auch. Der Beste ist. Für dich auch. Für mich nein. Für mich ist er ein armer Mensch gewesen, der am Ende des Tages sich selber erschossen hat und nicht Buße getan hat. Und viele sagen zu mir, ja, Hitler war doch auch Christ, guck mal, was der gemacht hat. Dann sage ich, aber wenn Jesus gesagt hat, liebe deine Feinde, tu denen wohl, die dir Böses getan haben, segne die, die euch fluchen, dann kannst du nicht sagen, dass Hitler ein Christ war. Ja, das ist die unehrlichste Aussage, die ich je gehört habe. Wenn Hitler dein Feind ist und du liebst ihn, dann musst du das bei den Juden vertreten jetzt. Ich zeige dir das jetzt, was Imam Al-Qurtubi sagt, ja? In seinen Büchern, ja? Und Ibn Kathir auch und so. Ich möchte, dass du mir das auf Arabisch zeigst. Ich zeig dir das auf Arabisch und dann die Übersetzung auf Englisch. Warte ganz kurz. Du weißt, was los ist, aber du willst das nicht akzeptieren. Es gibt so heftige Ex-Muslime, so krasse arabische Christen, die den Islam so locker auseinandernehmen können. Jetzt im Sinne von, dass sie dir alles zeigen, dass du das blind nicht vertrauen sollst und glauben sollst. Mit Beweisanführung von den Gelehrten. Allah sagt uns im Koran, steht in der Nacht auf und denkt über meine Worte nach. Ja? Es gibt absolut kein Problem, dass du jedes Wort im Koran betrachtest. Du musst sogar. Ja? Aber natürlich, wenn du das nach deinen Gelüsten und Begierden nur nach Fehlern suchst, so ist es. Allah schickt dich sowieso in die Erde, weil du einfach unehrlich bist. Ich möchte doch nicht meiner Seele einem Propheten vertrauen, der nicht wusste, was mit ihm und was mit euch passiert. Willst du in dieser Hoffnungslosigkeit sterben? Du wirst die Hölle sehen. Willst du die Hölle sehen? Ja, will ich sehen, natürlich. Damit ich weiß, welche Strafe du bekommen wirst. Ja. Du wirst da nicht mehr rauskommen, wenn du nicht nach Allahs kämpfst, wirst du für alle Ewigkeiten brennen. Ich kämpfe für Allahs. Nein, das ist nichts. Das ist für die Hardcore-Muslime ist das Schrott. Das ist Schrott, wie die Dauer. Das Einzige, was mich in meinem Herzen beruhigt, ist das Hölle und Paradies. Ist im Koran Alkohol erlaubt? Darf ich Alkohol trinken? Alkohol ist wohl der Angelisch. Aber nein, beantworte mir die Frage. Natürlich nicht. Sure 16, Vers 67. Alle. Schlag auf, sag nicht Quatsch. Moment. Gib mir bitte den Koran. Willst du jetzt das Beweis, dass du keine Ahnung hast? Dann lass uns aufschlagen, Moment. Dass ich keine Ahnung habe. Dann zeig mir doch, dass ich keine Ahnung habe. Bis jetzt hast du noch gar nichts bewiesen. Ist nicht unsere Aufgabe. Ihr sollt mit den Christen und Juden auf die beste Art und Weise streiten. Und zeigt ihnen, dass ihr die Wahrheit bei euch habt. Bis jetzt habe ich noch gar nichts an Wahrheit. Lass mich ausreden. Und das ist die Barmherzigkeit Allahs. Aisha radiallahu anha sagte, wenn Allah Alkohol sofort verboten hätte, wäre das schwer für viele Araber, weil die selber sehr viel getrunken haben. Aber das ist die Barmherzigkeit. Bitte schön, wie kann ich helfen? Die du nicht verstanden hast. Welche Sprache wollt ihr? Hier ist Deutsch. Und hier andere Sprachen. Hier ist Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Bosnisch, Polnisch, Mazedonisch. Arabisch ist die beste Alternative. Ja, wir haben Arabisch. Hier. Jetzt lass. Ja. Ich muss jetzt nach Hagen. Ja, ja. Bis wann machst du? Bis 3, 4 Uhr höchstens. Die Sonne ist nämlich schon. Das ist leider nicht schön. Das weißt du auch nicht. Doch, ich kann dir Videos zeigen, wo wirklich Textpassagen, nicht Text, Dings, wirklich
Manuskripte gefunden worden sind, wo draufsteht, dass wirklich Verfälschungen eingetroffen sind. Und wenn Allah sagt im Koran, ich bewahre dieses Buch bis zum jüngsten Tag, wo ist mein Problem? Aber ich dachte, niemand kann Allahs Worte fälschen. Dann ist auch die Tora und das Evangelium richtig. Ja, Moment. Allah hat zugelassen, ja? Allah hat es zugelassen, weil Allah die Christen und die Juden, die Gelehrten, anvertraut hat auf seine Botschaft. Ja? Und die haben versagt. Deshalb hat Allah jetzt die ganze Angelegenheit im Koran festgelegt. Und weil dieses Buch bis zum jüngsten Tag gilt, es kommt kein neuer Prophet mehr. Ja? Deshalb muss diese Botschaft gültig bis zum jüngsten Tag. Ja? Und guck mal, Allah macht, was er will. Das ist deine Prüfung. Willkürlicher Gott, ne? Ist egal. Surah 3, Vers 54. Und sie schmiedeten eine Liste und Allah schmiedet eine Liste. Und Allah ist der beste Listenschmied. Richtig. Weißt du, wer genannt wird als die listigste? Die Schlange, die alte Schlange, der Teufel. Gott ist doch kein Listenschmied, Abu Najib. Moment. Abu Bakr hatte Angst vor der List Allahs. Er hat Angst, jeden Tag verarscht zu werden von Allah. Was damit gemeint ist? Was ist denn damit gemeint? Allah sagt im Koran, nur die Kuffar sind sich sicher vor Allahs Strafe, dass sie nicht bestraft werden und vor seiner List. List heißt in diesem Fall Planung. Ja? Planung und seine Macht. Diese Menschen glauben nicht an die Macht Allahs, weil sie einfach hinterlistig sind. Hinterlistig sind und abgehren in ihrem Herzen. Ja? Der Koran wurde in Arabisch erfunden. Und es gibt viele Araber, die schlimmer als die Satanis sind. Aber warte mal, du sagst, der wurde in Arabisch offenbart. Es gibt aber viele, viele Wörter, die nicht Arabisch sind. Welche? Aramäisch ist auch da drin und alles Mögliche. Allah sagt, wir haben ihn als arabischen Koran herabgesandt. Du sagst, es steht Aramäisch drin. Quatsch. Englisch, wir haben. Was deine muslimischen Brüder und Schwestern in England rumrufen. Du hast das gesehen. Also wir brauchen nicht zu sagen, dass es. Ich weiß, was du gerade machst. Ihn kannst du vielleicht den armen Deutschen ganz so verarschen. Aber mich nicht. Für die Nachwelt. Mohammed hat 600 bis 900 Juden den Kopf abschneiden lassen. Dann Gräben ausgraben lassen und einen nach den anderen. Das ist ein Befehl von Allah. Weißt du warum? Befehl von Allah. Weil sie Verräter waren. Nein, die haben den Mohammed nichts getan. Vertrau mir. Soll ich dir vertrauen? Okay, du brauchst mir nicht zu vertrauen, aber du weißt die Geschichte. Du bist doch Araber, du kannst doch lesen in der Sira. Ich habe die Sira gelesen, ja? Und ich habe die Sira unterrichtet. Und du kommst mit Schmarrn. Nein, mich kannst du nicht mehr verführen, weil ich bin der Verführungs Allahs, brauche ich nicht mehr. Das heißt, du verachtest Allah kann mich nicht mehr verführen. Allah werde ich in der Hölle schmoren. Ja, weil du, nicht anders verdienst. Ja, und der Sohn Gottes sagt das auch. Wenn ich will, dass ich, also wenn ihr nicht an den Sohn Gottes glaubt, so seid ihr schon gerichtet. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird wir euch sehen uns am nächsten Tag. Aber Abu Najib, lass uns mal kurz die Kreuzung angucken. Das habe ich dir gerade angesprochen. Wenn mein Prophet mit einem Messer getötet wäre, werde ich jeden Messer verachten und weg. Aber ihr seid so doof, dass ihr einfach an ein Werkzeug glaubt und verherrlicht. Wo sind wir? Am Neumarkt, ne? Und wo euer Gott drauf erniedrigt worden ist. Ja. Ja, ihr müsst nein, er ist nicht erniedrigt worden, er hat sich selber erniedrigen lassen. Philipper 2, 6 bis 11. Was ist das für ein Lass mich dir bitte vorlesen. Bitte. Was ist das für ein Gott, der sich. Abu Najib, einen Moment. Diese Richtung. Der, als er in der Gestalt, pass auf, Abu Najib, jeder schaue nicht, Philipper Kapitel 2, Vers 6 bis 11. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, jetzt pass auf, sondern er entäußerte sich
nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, pass auf. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich werde bald weinen jetzt, ja? Du willst nichts akzeptieren, was ich dir zeige, ne? Dieser Gott, der schwacht.